So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe mir die Hände gewaschen. Wir können weitermachen. Nachdem ich beim letzten Mal so einen fiesen Kuhfladen in die Hand genommen habe. Nee, das war nicht so clever. So, jetzt gehen wir uns erstmal aussleepen. Und dann werden wir beim nächsten Mal den Rest von Pickham, oder was heißt beim nächsten Mal beim. Dann werden wir morgens den Rest von Pickham erkunden. Gehen wir erstmal hier hin erkunden. Dann können wir da hier ein bisschen. Bisschen erkunden. Gibt es hier noch Items, die wir stibrutzen können? Hier vielleicht? Was haben wir da? Ist hier was drin? Nein, ist nichts. Ist ja auch nicht. Ja, muss ja nicht sein. Hier noch was. Wie energisch unser Held immer die Tür aufmacht. Ich finde das toll. Oh, 35 Goldmünzen. Danke. Da lag auch einer drin. Ist hier noch was? Ah ne, da geht's aufs Dach. Oder? Geht es hier nicht aufs Dach? Hier geht es aufs Dach. Und hier will ich noch gar nicht hin, aber hier gibt es noch Fässer. Rotschimmel. Naja. Jetzt sind auch noch rüber, da kommen wir dann aber wieder. Wo kommen wir denn da nochmal hin? Ach Gott, ich weiß das auch alle nicht mehr. Wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Oh Gott, so ein Wahrsager. Weg. Nein, 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 da brauchen wir nicht rein. Dum, di, dum, di, dum, 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 dum. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren noch nicht im Kramladen und wir müssen. Schluss, da kommen wir nicht durch. Schlussendlich. Wie teuer ist das Übernachten hier? 24 Goldmünzen ist ja reinster Wucher. Und wir müssen auf jeden Fall dann mal zum Doktor. Wie gesagt, vorher müssen wir Pickham gut erkunden. So dass ich das nicht zweimal machen muss. Ja, dann gucken wir mal weiter. Lalalala. Na, Media, du stehst auch noch da. Können wir in den Pub gehen? Gibt es da auch noch ein paar Kisten, Vasen, die ich zerschmettern muss? Kann. Ja, tatsächlich. Item sammeln. Eine Flasche Milch. Und mehr gibt es nicht, okay. König Trout lassen wir mal saufen. Dann stören wir ihn nur. Und wir gehen weiter. Hallo, dicke Dame. Ach, du schreckst mir viel zu alt für dich, heißblütiger Teufel. Hauf mich einen Zubag an. ich weiß, das alte Täubchen hat vielleicht ein paar Federn verloren. Aha, man sieht ihm noch zu anbeißen aus. Was? Igitt. Lieber nicht. Danke, ich verzichte. Der Kramladen. Oh, nice. Ich greife dir in den Beutel. Ich greife. Ey, was zum. Lol, voll krass. Ja, die mittleren, danke. Und jetzt greife ich in deinen linken Beutel. Und da ist eine Minimedaille. Jetzt gibt's hier nichts. Was hast du zu verkaufen? Kaufen. Gar nichts. Ne, nur Schrott. Voll übersteuert mit dem gerade. Nur Ball von Schrott. Duran, Duran, Duran. Manchmal ist das so, ne? Oh, da ist auch noch eine Tür. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Schnell rein. Ist das nicht der lange Durchgang? Mit den vielen Zimmern? Ja. Was ist das hier? Das ist für die Leute, die sich nichts leisten können. Ein Lebenssamen. Hättest du auch verkaufen können, Mädel. Dann wärst du reich gewesen. Aber sie hören nicht auf mich. Das tun sie nie. Okay, ein Bücherregal, was sehr einsam da steht. Mal reingucken. Nur mal so aus Fakt. Fun. Friedrichs Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute mit meinem Traum zu einem Häschenmädel zu werden, einen Schritt näher gekommen. Das perfekte Häschenkostüm und ein paar sexy Netzstrümpfe gefunden. Aber ich finde einfach keine Häschenohren. Ein Häschen ohne Ohren ist ja ein Abenteuer ohne Drachen. Also ich beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe ein Haarband gekauft, um mir meine eigenen Ohren zu basteln. Jetzt brauche ich nur noch
Dann hase ich euch ja nur noch etwas, das ich dort kombinieren kann. Bald ist es soweit. Ich bin aufgeregt, dass ich meinen Häschenschwanz gar nicht mehr stillhalten kann. Häschenohren, Haarband plus Häschenschwanz. Mhm. So, hier kommen wir erst später rein. Mit einem anderen Schlüssel. Da schmeiße ich vor Wut erstmal eine Vase kaputt. Oh, die Kamera ist echt scheiße hier, muss man ja auch mal sagen. Und hier, was haben wir da? Oh, ein großes Kabüffchen. Nix. Wieder nix. Ein Schrank zum Öffnen. Eine Fiole mit Weihwasser. Nice. Und eine Tür, die nach draußen führt. Ne, nur weiter. Oh, ich wollte Sie nicht beim Baden stören, Mister. Wollen Sie baden? Oh, sieht ja schon, dass ich für einige Jünger hatte drei verschiedene Zutaten benötigt. Als ich jünger war, habe ich mich selbst ein bisschen Chemie befasst. Die Rezepte mit drei Zutaten finde ich wirklich schwierig. Ein normaler Chemiekessel bekommt man sowas gar nicht rein. Ich nehme an, jemand, der nicht geschickt könnte, an der Chemiekessel vergrößern. Weil da habe ich zwei linke Hände. Huch. Was war das? Komm, schön draufklicken. So. Defizite, bla bla bla. Na gut, okay. Ich weiß gar nicht, ob das geskriptet ist, dass man mit dem sprechen muss, damit man den Alchemiekessel weitermachen kann. Ich glaube nicht. Dann gehen wir wieder raus. Ja, ich druck's hier ein wenig rum, das ist wohl so. Das stimmt. Habt ihr vollkommen recht. So, Schild, Wir gehen erstmal to the weapons. So. Giftmottenmesser. Jägerbogen. Was ein teuer Stahlbreitschwert. Eisenaxt. Und heilige Lanze. Weil kann ich mir nicht mal ansatzweise alles kaufen. So ein Scheiß. Kaufe ich mir einen Jägerbogen. Für Angelo. Und dann kaufen wir uns eine heilige Lanze. Für Dura. Und dann würden wir erstmal was verkaufen. Södele, wir verkaufen mal. Ein Langspeer. Jo. Dann ein Schuppenpanzer. Dann ein Kettenpanzer. Dann verkaufen wir, um eins zu verkaufen, den Rapier. Goldenen Gebetskranz behalten wir mal. Den Schuppenschild können wir verkaufen. Und aus unserem Beutel, was haben wir denn da noch alles? Zauberwasser, Kupferschwert, das behalten wir auf jeden Fall. Weißig und Magiesamen. Bumerang können wir einen verkaufen. Achso, Lederschild, Wandschwert, Goldarmschiene, Lederrock, Kupfermonstermünze, die können wir verticken. Damit brauchen wir ja gar nichts. Kettenpanzer, da können wir auch noch Beutel, Kettenpanzer. Was zum... Wie sag ich denn, dass er zwei nehmen soll? Was zum Geier? Ja? Komisch. Irgendwie geht das wohl, aber ich weiß nicht wie. Eine Eisenlanze. Wo kommt die denn her? Ich kann ja nun auch wirklich ja schwächer als das, was ich habe. Zaubererstab kann auch weg. Kuhflan, Rotschimmel. Ich weiß, wir haben jetzt genug. Schuppenschild kann auch noch weg. Kaufen. Wir gehen die Eisenaxt für Yang ist noch kaufen. So. Das reicht. Dankeschön. Wir sind gut ausgestattet. Und jetzt gucken wir mal eben, was du noch zu verkaufen hast.
Können uns zwar nichts mehr leisten. Bronzeharnisch, bräunlich. Lederumhang, ja. Oh nein, das Tänzerin-Kostüm. Das will ich haben. 1300 kriegen wir zusammen. Das krieg ich nicht zusammen, Mann. Das schaffe ich nicht. Das ist doch scheiße, oh Mann. Ist das dumm? Wie mache ich das denn höher? Ach, warte mal. X und Y. Ach, guck an. Nochmal Wasser. Nein. Kupferschwert, Stärke, Reisegewand. Kannst du kriegen. Ich will eigentlich muss ich das jetzt so machen, bis ich das Geld habe für Kettenpanzer. Er ist ja schwächer, komm weg. Speziell als neue Film muss man schon Glattpulver. Frische Milch. Da können wir alle vier von verticken. Kriegen wir immer wieder hinterher. Seidenrobe, ne, Haare brauchen wir auch noch gleich. Lederrock, Lebenssamen, Eisen, Eichenholzknüppel, die kann weg. Die starke Arznei, ne. Bumerang, den brauchen wir noch. Panzerparfüm. Ne, ich krieg das Geld glaube ich nicht zusammen. Wie bitter hier in den Käse. Nee. Ach, das ist doch scheiße, den krieg ich nicht zusammen. Nein! Oder habe ich beim Freund noch was? Mal gucken. Lohn hat noch einmal die gewöhnlichen Käse, den können wir noch verscherbeln. Jenkins hat eine Steinaxt, die können wir verscherbeln. Ne, den Kurzbogen behalte ich. Jessica hat aber die Lederpeitsche, die noch weg kann. Ich glaube, jetzt reicht's, ne? Ja, das Tänzerinnenkostüm. Jessica. Sehr schön, das gefällt mir. Beraten, zeig mir mal Jessica. Ja, Jessica. Ich hätte nie gedacht, dass man in solchen Stadt landen würde. Oh, so sweet. Okay. Hat ja auch nicht lang gedauert. Mann. Voll die kleine Kirche. Nicht mal Bänke. Habe ich jetzt voll übersprungen, aber der erzählt einfach nur, ich hab so schwer, keiner will mir hier hinkommen. Ja, es ist schon kacke, wenn du bist. Halt die Guschen. Okay, jetzt müssen wir den Doktor aufsuchen. Wir haben ja alles geschafft hier. Der Doktor, der ist vorne, ist da und dann da. Aber ich war da noch nicht. Hier war ich noch nicht. Oh meine Güte, Leute. Das muss doch sein. Hier muss ich noch mal rein. Denn hier gibt's noch was Feines. Ein Casino. Willkommen im Paradies der Entspannung, im sozialen Tummelplatz des Adels, dem Pickham Casino. Mit Spürtobot und Bingo wird hier für eure Unterhaltung gesorgt. Gießt das Leben, gibt euer Geld aus. Greift tief in die Taschen, amüsiert euch. Da gibt's die Preise. Mal gucken, was man. Willkommen und Tauschhändler. Ihr habt zurzeit eine Null, ihr habt keine Jetons. Bitte kommt wieder. Augenblick 0 Jetons, wie kann ich euch helfen? Ein Jeton kostet 20. Gib mir mal einen. So, ich will jetzt mal eben gucken, was es hier für Sachen gibt. Was haben wir denn da? Zauberwasser kostet 100 Jetons. Silberplatte, ach, die ist gar nicht so gut. Flinkheitsring, Titanengürtel ist gar nicht schlecht.
weil die den Angriff um 10 erhöht. Runenstab, ja, und Platin-Kopfschutz. Also das sind die Sachen, die braucht kein Mensch. Ja, da gibt es später in einer anderen Stadt gibt's deutlich bessere Items. Nee, Leute. Wir müssen jetzt erstmal zu Doktorchen. Sonst geht hier gar nichts klar. Dazu müssen wir bei der Kneipe oder beim Pub da hinten einmal die Treppen hoch. Wer ist denn hier nochmal untergebracht? Geil. Pickham ist auch so eine komische Stadt. Ach, guck, kann man reingreifen. Hat er da eine kurze Hose? Hat er da Nägel in das Zelt gehauen? Das ist nicht so clever, mein Freund. Eine Vase. Einfach mal Verwüstung. Mehr braucht es nicht. Verwüstung. Was will man mehr? Okay, ich glaube, wir müssen irgendwo genau hier eine Treppe runter. Da kommen wir dann zum Doktor. Ich will noch mal eben hier lang gehen. Was gibt es denn hier noch? Ach, guck. Es sind noch drei Vasen. Bestimmt noch was drin. Oh, eine Mini-Medaille. Nice. Fast übersehen. Cool. Eine Mini-Medaille. Das ist doch voll cool. Oh Mann, yeah, geil. So, hier unten sitzt Doktorchen. Mal gucken, ob er da ist. Well, this is Brazis, Gath, but he looks like he ain't on. Ah, well, we better get back to the pub and ask the old Roger what he wants to do. Ja, das ist ja wohl eine bittere Enttäuschung. Doktorchen ist gar nicht da. Ja, dann können wir hier auch nichts mehr machen. Heißt im Endeffekt, wir werden jetzt erstmal zurückgehen zur Schenke und uns dort mal mit unserem komischen König unterhalten. Ach, wisst ihr was? Ich mache hier einfach mal einen Schnitt. Wir machen hier mal ein Partende. Ciao, Leute.